willkommen zu einem Stadtspaziergang in Tel Aviv. Wir befinden uns hier in der Lewinsky-Straße, in einer Gegend, die eigentlich ziemlich heruntergekommen ist, einst aber sehr schön war und jetzt wieder hergerichtet wird. Man sieht das an einem Haus wie diesem hier oben, wo jetzt gerade renoviert wird. Man sieht es auch an diesem Haus auf der anderen Seite, das eigentlich sehr schön ist und das auch gerade renoviert wird, weil allmählich ziehen die Leute wieder hierher. Die Lewinsky-Straße ist dabei eine große Attraktion in Tel Aviv, denn hier kamen schon vor 80 Jahren Juden aus Griechenland hierher und eröffneten kleine Geschäfte und einen Markt und den gibt es bis heute hier. Und wir gehen zu einem der ältesten Geschäfte von Chaim Raphael, heißt er, und fragen da mal nach, wie die eigentlich hierher kamen. Shalom Chaim, Boker Tov. Ich möchte wissen, wie die Juden aus Saloniki hierher gekommen sind. Oh, das ist eine lange Geschichte. Mein Großvater kam nach dem Zweiten Weltkrieg nach Israel. Er kam hier an ohne irgendetwas, er hatte nicht einmal Schuhe. Er kam hierher nach Süd-Tel Aviv, weil hier bereits viele Juden aus Saloniki lebten. Am Anfang hat er Waren auf einem Moped ausgefahren. Langsam begann er dann Restaurants und Kaffeehäuser zu beliefern. Er spezialisierte sich zunächst auf die wesentlichen Dinge damals, Reis, Zucker, Mehl. Die besorgte er auf dem Schwarzmarkt, es gab ja damals nach dem Krieg nichts. Schließlich eröffnete er dieses Geschäft. Es war noch kein Spezialitätengeschäft wie heute, sondern es gab hier Seife, Bleichmittel und so weiter. Als dann der Schwarzmarkt immer größer wurde, begann mein Opa, Sachen aus Griechenland zu besorgen, zum Beispiel Kaschkawal, Käse und Oliven. Längst ist der Laden ein Geschäft mit Delikatessen aus der ganzen Welt. Besonders bekannt aber sind Chaim Raphaels selbst eingemachte Oliven, der eingelegte Knoblauch, der Ziegenkäse und die selbstgemachten Salate. So, von dem Laden von Chaim Raphael gehen wir jetzt rüber auf die andere Straßenseite und kommen hier zu einem Laden türkischer Juden, die schon in der vierten Generation hier arbeiten. Und jetzt möchte ich Ihnen erstmal zeigen, was es hier alles gibt. Wunderbare Backwaren, Burekas, verschiedene Brote. Und wir gehen jetzt mal hinein zu der Familie und sagen erstmal Hallo zu Jenny. Boker Tov, Jenny. Guten Morgen, Jenny. Shalom, Boker Tov. Guten Morgen, Ihnen auch. Ani Richard. Ich bin Richard. Wie heißen Sie? Moshe. Ich habe gehört, ihr seid schon die vierte Generation. Wie kam die Familie hierher? Wie kamt ihr her? Mein Vater und mein Großvater kamen aus der Türkei. Von Çanakkale kamen sie nach Istanbul. Und von dort wanderten sie nach Israel aus. Sie backten Burekas, orientalisches Gebäck. Ich selbst begann 1967 hier zu arbeiten, vor dem Sechstagekrieg. Und nun führen meine Kinder den Laden weiter. Sie sind bereits die vierte Generation. Burekas, gefüllt mit Käse, Spinat und Kartoffeln, gibt es auch heute noch. Und viele andere Backwaren aus Blätterteig oder Mürbteig. Leider enthalten sie so viele Kalorien, dass man am nächsten Tag mit Sicherheit einen Fasttag einlegen muss. Vermissen Sie noch die Türkei? Nein, ich selbst bin ja schon hier geboren. Meine Eltern kamen aus der Türkei hierher. Sind Sie schon dort gewesen? Ja, ich fahre mindestens 2-3 Mal im Jahr in die Türkei. Und wie fühlen Sie sich dort? Sprechen Sie Türkisch? Ja, ich spreche Türkisch. Ich fühle mich in der Türkei zu Hause. Wer bisher noch nicht geglaubt hat, dass Israel ein Teil des Orients ist, wird das spätestens bei diesem Laden natürlich erkennen. Das ist so ganz typisch für orientalische Märkte, was es hier alles gibt. Nüsse, verschiedene Kerne, noch mehr Nüsse und natürlich Trockenobst. Und wir wollen jetzt mal den Besitzer fragen, wo er die Sachen alle herbekommt und was seine Geschichte ist. Shalom. Shalom, shalom. Sagen Sie mir zunächst mal, woher kommen Sie? Wie haben Sie angefangen? Wo ich komme? Ursprünglich aus dem Iran. Ich bin vor 30 Jahren nach Israel eingewandert. Wir kamen hier an und eröffneten diesen Laden für Trockenobst, Nüsse und Kerne. Woher kommt die Ware? Wir beziehen alles aus dem Ausland. Alles ist importiert.
Bekommen Sie auch Ware aus dem Iran? Bis vor 3 Jahren ja, aber jetzt gibt es einen Boykott, also kommt von dort nichts mehr. Früher hatten wir iranische Pistazien und Rosinen, alles Mögliche. Nun haben wir kalifornische Pistazien, die schmecken aber nicht so gut, aber was kann man machen? Woher aus dem Iran stammen Sie? Aus Teheran. Vermissen Sie die alte Heimat? Ich vermisse, wie es einmal war, nicht wie es heute ist. Haben Sie dort noch Familie? Ja, ein paar entfernte Verwandte. Haben Sie Kontakt? Hauptsächlich meine Eltern, ich nicht so. Und wie ist die Lage dort? Kann ich frei sprechen? Klar, jeder jammert dort. Haben Sie Angst vor dem Iran? Ahmadinejad sagt doch immer, dass er Israel vernichten will. Wir haben keine Angst. Einer, der viel redet, tut nichts. Die Lewinsky-Straße liegt in Tel Aviv. Doch eigentlich könnte sie auch in Griechenland, dem Iran oder der Türkei sein. Die Menschen hier haben ihre Heimat und ihre Nationalspeisen einfach mitgebracht nach Israel. So, das ist jetzt eines der vielen Cafés und Restaurants, die es hier auf der Lewinsky-Straße gibt. Und dieses Café heißt Café Kaymak. Kaymak ist türkisch. Was heißt auf Türkisch Kaymak? Kaymak ist der Crème de la Crème bei Zerfatit. Auf Französisch Crème de la Crème. The top of the top. Das heißt das auf Türkisch. Das ist die Crème de la Crème, das Beste vom Besten. Und Jespo Kaymak? Jetzt schauen wir mal, ob es hier Kaymak gibt. Die Crème de la Crème. Jawohl, hier ist das, was die Italiener eine Crema nennen. So, und diesen wunderbaren Kaffee werde ich jetzt zusammen hier mit dem Besitzer trinken und verabschiede mich mal schon von Ihnen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß bei unserem Ausflug hier in der Lewinsky-Straße. L'chaim v'chag sameach.